Markenzeichen XY ungelöst Spezial. Wo ist mein Kind? Live aus München mit Rudi Zerne. Ich lese Ihnen was vor. Wir sind am Ende unserer Kräfte. Ich bitte Sie um Ihre Hilfe. Diese eindringlichen Worte erreichten uns per Mail Mitte Januar 2016 aus Österreich. Geschrieben wurden sie von Monika Baumgartner, die heute Abend auch bei uns im Studio ist. Seit 9 Monaten fehlt von ihrem Bruder Max und seinem besten Freund Andi jede Spur. Die beiden jungen Männer verschwanden eines Nachts aus heiterem Himmel. Ein Fall voller Rätsel. Max Baumgartner und Andreas Leitner haben viele Gemeinsamkeiten. Die beiden 26-Jährigen kennen sich seit der Schulzeit und sind beste Freunde. Gemeinsam haben sie eine Tischlerlehre begonnen, die Max allerdings vorzeitig abbricht. Aufgewachsen sind die beiden im Mühlviertel in Oberösterreich. Max wohnt im Haus seines Vaters in Zwettl an der Rodel, Andreas nur wenige Kilometer entfernt bei seiner Mutter in Wachsenberg. Seit dem 12. September 2015 werden beide vermisst. Der Max war eigentlich ein ruhiger Typ, außer er war mit seinen Freunden unterwegs, da war er lustig drauf. Er war eigentlich nicht unternehmungslustig, also er ist nie irgendwo auf Urlaub gefahren. Er war entweder in der Arbeit oder daheim, in der Werkstatt. Da hat er gerne um und um geschraubt bei seinen Autos. Er ist nämlich Mechaniker vom Beruf. Im Haus seines Vaters hat sich Max eine eigene kleine Wohnung eingerichtet. Sein Vater hat alles belassen, wie es war. Das ist die Wohnung von Max, die hat er bis zum Schluss renoviert. Und die zeige ich dir jetzt. Da haben wir die Küche. Und das hat mir gefreut. Und auf einmal sagt der Papa, jetzt habe ich endlich eine eigene Wohnung. Wunderbar. Ja, jetzt spiele ich da ein Gangding. Der Andi und der Max haben es miteinander montiert, haben einen Punkt gelegt. Ja, die haben alle zusammengeholfen, die zwei. Die waren wie ein Brüder. Ach, die fahren sich nicht durch. Nein, so schnell bist du. Und ich hoffe, dass er wieder heim kann. Und auch der Andi. Den Andi habe ich auch mit. Der Andreas war eher ein ruhiger Typ. Er ist ab und zu zum Max gegangen, das sind sie manchmal vorgegangen. Sonst war er die meiste Zeit zu Hause. Wir haben eine sehr innige Beziehung gehabt. Er hat meine Kinder über alles geliebt. Eigentlich war er nicht nur ein Onkel, er war der beste Freund, er war ein großer Bruder. Er ist im Sommer, jeden Tag ist er mit einer Schwimmer gegangen. Er ist mit meinem Sohn ist er skaten gewesen. An dem Tag, wo er verschwunden ist, hätte ich ihn gefragt, ob er auf meine Kinder aufpasst. Leider hat er da an dem Tag nicht können. Ja, gerne, aber heute bin ich beim Max, beim Kartenspiel. Ach so, ja. Na, dann soll die Mama das machen. Und die bringt dich auch hin, oder? Ja, und ich übernachte dort. Na dann, viel Spaß. Danke. Max, wie schaut's aus? Der Bremsklotz ist kaputt. Du führst die Bremse. Zur selben Zeit arbeitet sein Freund Max Baumgartner noch bis zum Nachmittag in der Werkstatt eines Busunternehmers. Er hat dort seit 2 Jahren eine feste Anstellung als Automechaniker. Max freut sich auf seinen Feierabend und auf das Kartenspiel bei sich zu Hause. Er hat neben Andreas noch 2 weitere Freunde eingeladen. Weil Andreas selbst keinen Führerschein besitzt, fährt ihn am Abend seine Mutter zu Max nach Zwettl. Ich habe noch geredet mit ihm, ob er Geld mit hat, sagt er, nein, er braucht eh nichts, weil sie bleiben bei Max Karten spielen. Na dann viel Spaß und nimm die Jacke mit. Ich brauche keine Jacke, Mama. Und ruf mich morgen an. Okay. Ich hole dich ab. Papa. Papa. Prost. Prost. Auch die Freunde Martin und David gehören zu der fröhlichen Kartenrunde. Die Stimmung ist ausgelassen und gut. Max' Vater ist für eine Woche im Urlaub, sodass die jungen Männer ungestört feiern können. Ja, ich muss überlegen. Ja, gut überlegen. Ja, das wird immer gut überlegen. Ja. Das schaut's, gell? Das schaut's. Max war ein ganz guter Freund von mir. Ich kenne ihn seit 15 Jahren. Er war immer für alles zum Haben. Man hat immer was haben können für ihn, so eine Hilfe oder sonst irgendwas. Hat man noch anrufen brauchen. Man hat alles gekriegt für ihn. Man hat mit keinem irgendwie Streitereien angefangen.
Langsam trinken, gell? Ja, ja. Gut, danke. Tschüss. Ja, gegen 23 Uhr verabschieden sich die Freunde. Das war wieder eine lustige Partie. Knappe zwei Stunden später, um 0.56 Uhr, rufen Max und Andreas eine gemeinsame Freundin an. Ich habe mir gedacht, vielleicht magst du vorbeikommen. Wir haben es gerade lustig. Na, das ist aber schade. Okay. Tschüss. Und was wollen wir jetzt noch unternehmen? Wieder knapp eine Stunde später, gegen 1.50 Uhr, versuchen sie, ein Taxi zu rufen. Geht keine Ahnung. Das gibt's nicht normalerweise. Allerdings kommt dabei keine Verbindung zustande. Was hatten die beiden jungen Männer vor? Anscheinend haben sie nur ein paar Bier mehr getrunken. Und laut Polizei um 3 in der Früh haben sie irgendwas gestartet, was unverständlich ist für jeden. Fest steht, der Citroën von Max wird in dieser Nacht gefahren. Haben die beiden sich wirklich betrunken ins Auto gesetzt? Warum sie wirklich gefahren sind oder was dazu getrieben hat oder wer wirklich gefahren ist oder wohin, das sind die ganzen Fragen, was sich da stellt. Tatsache ist, auf der B126, kurz vor der tschechischen Grenze, wird Max' Auto von der österreichischen Polizei zweifelsfrei identifiziert. Danach fehlt von ihnen jede Spur. Das tschechische Grenzgebiet lockt viele Nachtschwärmer an und ist bekannt für Casinos, Prostitution und Drogen. Wollten auch Max und Andreas dorthin? Am ersten Tag habe ich schon gewundert, dass er sich nicht meldet. Ich habe schon das Gefühl gehabt, da muss etwas passiert sein. Dann am Nachmittag bin ich dann umgefahren zu Max, habe geschaut, ob sie da sind. Habe auch beim Fenster reingeschaut, es war alles zu. Es war so ein schlechtes Gefühl. Es drückt dann in den Zaum. Es ist wie du spürst, es muss was sein. Weil sonst wäre er da. Nächsten Tag habe ich halt dann alle Krankenhäuser angerufen, die ganzen Polizeistationen in der Umgebung. Am Abend ist dann die Polizei zu mir gekommen. Die haben natürlich das mitgekriegt, dass ich überall nachfrage. Die beiden Vermissten sind erwachsen und nichts deutet zu diesem Zeitpunkt auf ein Verbrechen hin. Ja, ist das Haus verschlossen? Wir haben es probiert, es rührt sich nichts. Bevor Suchmaßnahmen eingeleitet werden, müssen sich die Beamten vor Ort ein Bild machen. Die Polizei ist übers Fenster eingestiegen im Haus. Dadurch, dass ein Fenster gekippt war, haben sie das aufmachen können. Und wir sind dabei heraus stehen geblieben. Ah, da haben wir ein Handy. Martin, komm mal um, da liegt dein Handy, schon her da. Oh weh, da ist aber der Akku schon leer. Schickst du, das liegt schon zu lange da, das tut nichts mehr. Und? Wo jetzt? Ja, Frau Leitner, wir kommen schon raus jetzt. Bleib bitte draußen, gell? Die ganzen Räumlichkeiten, du hast angeschaut. Oben ist nichts. Nein, das ist definitiv leer da herinnen. Ja, dann müssen wir doch suchen fahren oder irgendwas. Es war, wie wenn man nur schnell weggeht. Wie gesagt, die Fenster waren gekippt, es hat sogar, glaube ich, noch wo Licht brennt. Es ja, war ganz komisch. Von Zwettl an der Rodel bis zum Grenzübergang Weigetschlag sind es 13 Kilometer. Bezirksinspektor Thomas Löffler ist der leitende Ermittler im Falle Baumgartner-Leitner. Da wir in dieser Phase der Ermittlungen von einem Unfall ausgehen mussten, haben wir auch im Bereich des Grenzgebietes auf österreichischer Seite die Wege und Straßen abgesucht, um die beiden Personen eventuell auffinden zu können. Dies ist uns aber nicht gelungen. Deswegen haben wir als nächsten Schritt das ganze Gebiet auch noch von der Luft aus mittels Hubschrauber abgesucht. Aber auch diese Maßnahme hat uns leider nicht zum Erfolg geführt. Wahrscheinlich sind Sie von zu Hause. Parallel zu den Suchmaßnahmen der Polizei organisieren Freunde und Familie von Max und Andreas eine private Suchtruppe. Das, was wir wissen, ist, dass er hier am Zollamt von dieser Richtung gekommen, das letzte Mal gesichtet worden ist. Wir haben über der Grenze alles abgesucht, sind dort alles abgegangen, ob wir es wo finden. Es hat absolut keinen einzigen Hinweis gegeben. Bis zur Erschöpfung suchen sie mehrere Tage lang jede erdenkliche Ecke im Grenzgebiet, auch auf der tschechischen Seite ab. In Tschechien sind wir Lokale durchgegangen,
Laufhäuser durchgegangen, Casinos durchgegangen. Wir haben überall gefragt, ob es irgendwer wo gesehen hat. Und haben auch Flyer verteilt in Tschechien. Das Auto, mit dem sie unterwegs waren, das ist der Andi, sein Freund. Nein, die zwei habe ich nicht gesehen. Tut mir leid, dass ich Ihnen kann nicht helfen. Schon wieder nichts. Keiner weiß was. Keiner hat irgendetwas gesehen. Oh, ich weiß nicht mehr weiter, was soll man jetzt noch machen? Man hofft zwar schon, aber der Kopf sagt dann, dass vielleicht alles umsonst ist. Als bereits keiner mehr daran glaubt, gerät gut ein halbes Jahr später plötzlich wieder Bewegung in den Fall. Mitte April 2016 meldet sich ein Zeuge bei der Polizei, der die beiden in der fraglichen Nacht in Vyšibrod in Tschechien gesehen haben will. Also ich bin um 2 Uhr nachts aus diesem Lokal da unten gekommen, bin dann nicht am Gehsteig, sondern die Straße hochgelaufen und habe dabei ein Auto wahrgenommen mit der Aufschrift im Fenster Erfolg beginnend. Den Rest weiß ich nicht mehr. Beim Rückweg habe ich hier an der Parksäule 2 Personen wahrgenommen, die österreichischen Dialekt gesprochen haben und sehr gut drauf waren eigentlich und haben lustig miteinander gesprochen, waren sommerlich gekleidet. Bezirksinspektor Löffler informiert vor Ort seine tschechischen Kollegen. Nach dieser überaus glaubhaften Zeugenaussage können nun auch sie konkrete Suchmaßnahmen einleiten. Unsere Untersuchungen konzentrieren wir besonders auf Vyšibrod und die Erholungsgebiete rund um den Lipno-Stausee. Selbstverständlich werden wir uns jetzt auf das Fahrzeug konzentrieren, in dem die beiden jungen Männer unterwegs waren. Wo sind Max Baumgartner und Andreas Leitner? Diese Frage quält die Familien seit dem 12. September 2015. Und sie stellen sie sich jeden Tag neu. Da verändert sich ganz viel. Der Andi war ein wichtiger Teil in meinem Leben. Wir haben uns geliebt, wir waren Bruder und Schwester, wir waren auch Familie und waren einfach er war ein großer Teil in meinem Leben. Und wenn der dann einfach fällt, das ist ein Riesenloch. Ich glaube fast nicht mehr, dass er heimkommt, aber ich hoffe. Und das ist das Schlimmste. Weißt, du kannst nicht anschließen. Egal was passiert ist, ob es wirklich abgehauen sind, ob was passiert ist, man will einfach Gewissheit haben, um zur Ruhe zu kommen können.